Schöner Himmel übrigens. Ja, hier scheint es RNK zu geben, der Flagge nach zu urteilen. Ist doch die RNK-Flagge, oder ja? Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur Premise verboten. Hey, wir wollen da aber hin. Was ist denn das Problem? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch zwei Raider-Stämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Nein, nein. Auf keinen Fall. Wir helfen lieber. Sollten Sie nicht die Stadt beschützen oder sowas? Würden wir gerne. Aber Sie gehören nicht zur RNK. Und selbst wenn, wären wir nicht in der Lage, sie zu beschützen. Und wieso nicht? Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Das bin ich. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Mit Lieutenant Hayes sollen wir reden, okay. Entdeckung Prim. Irgendwas los? Irgendwelche Feinde oder warum schreist du wow und rennst hier herum? Vorsicht! Ah, ich bin vorsichtig, aber wieso? Irgendwas Böses hier? Oder macht ihr nur eine Übung? Na, Stimpax, Red X, sehr nett. Also die Stadt hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Aber das hat hier ja die ganze Welt. Hallo. Hi. Bist du Lieutenant Hayes? Nee, Sergeant McGee. Ich bin Sergeant McGee von der Armee der RNK, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wenn Sie mit jemandem sprechen wollen, reden Sie mit Lieutenant Hayes. Woher kommen Sie? Ich komme ursprünglich aus dem Hub, aber es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ist mein zweiter Einsatz hier. Gilt für die meisten Unteroffiziere hier. Okay. Sir? Dann steh hier weiter rum oder was auch immer du hier machst. Auf und ablaufen. Ah, Zelt von Lieutenant Hayes betreten. Soldat? So eine Moment mal. Habe, lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Was macht die beide allein hier drin? Ich glaube, ich will's gar nicht wissen. Ich bin Lieutenant Hayes von der Armee der Republik Neukalifornien, 5. Bataillon, 1. Kompanie. Wie kann ich Ihnen helfen? Ihr könntet hier drin mal etwas Licht anmachen. Wart mal kurz. Sir? Besser so? Ja. Na, ein bisschen. Was tun Sie denn hier draußen? Ich glaube, mittlerweile wissen wir's. Wir wurden hierher geschickt, um den Strom von Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt einzudämmen. Wie Ihnen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, machen wir das nicht so gut, wie wir sollten. Wo liegt das Problem bei Ihrer Mission? Die Mission ist kein Problem. Das Problem sind die Vorräte. Die Gefangenen sind besser bewaffnet und organisiert als in unseren Informationen beschrieben. Ich versuche an Verstärkung zu kommen. Vielleicht an ein paar durchschlagskräftige Schusswaffen, aber das läuft alles zu langsam. Was ist denn das Problem bei der Haftanstalt? Die meisten Leute nennen das Ding einfach JVA, kurz für Justizvollzugsanstalt. Vor einer Weile gab es einen Aufstand, bei dem die Gefangenen die Wärter töteten, die nicht fliehen konnten. Seitdem tyrannisieren sie die Gegend. Ja, so viel haben wir schon mitbekommen. Hast du vielleicht irgendwas Neues für uns? Nicht viel. Sie nennen sich die Pulverbande. Hauptsächlich, weil sie den Sprengstoff, der zum Sprengen der Felsen vorgesehen war, als Waffe verwenden. Sie haben sich schneller organisiert, als ich geglaubt hätte. Zumindest die meisten. Zum Glück scheint die kleine Gruppe in der Stadt sich vom großen Teil getrennt zu haben, sodass sie nicht mit Unterstützung rechnen können. Ja, immerhin etwas. Gibt's noch ein paar Fragen? Ich habe gerade etwas Zeit. Also, fragen Sie ruhig. Du hast Zeit? Ich dachte, du hättest was anderes zu tun. Naja. Sir? Wie auch immer. Das kann uns alles nicht schrecken. Wir gehen hinein. Zeigen den Häftlingen mal, wo der Hammer hängt. Wo lade ich überhaupt hin? Hier ist ein Bett, das ist ganz gut. Dann schlafen wir mal, sagen wir mal, 6 Stunden. Damit es wieder ein bisschen heller wird. Und schlafen ist, abgesehen von Arzt aufsuchen, so ziemlich die einzige Möglichkeit, sein Leben ohne irgendwas zu verbrauchen, wieder zu regenerieren. Und wieso ist das gestohlen?
Es nimmt sich doch niemand. Oder gehört es zu euch? Na, anscheinend. Oh, oh, oh. Haha, entschärft. Können wir gleich einsammeln. Und später wiederverwenden. Noch eine. Aber ich würde gerne... Hier haben wir Mie. Genau, jetzt haben wir hier die Minen. Unten. Dynamit. Auf Dynamit umschwenken. Würde es jetzt gehen? Mal kurz ausprobieren. Hui! Oh, nett. Ja, so viele Pulverbanditen scheinen hier ja nicht zu sein. Huch. Ah, die scheinen normale Kraft zu haben, die Gegner hier. Gewicht 3,5, Wert 632. Immer her damit. RK-Dollar, mehr Dynamit, Kronkorken. Okay. Oh, da ist noch einer. Wir haben hier mehr Munition. Jetzt wäre ein Scharfschützengewehr nicht schlecht. Au. Autsch. Na? Komm her. Abtrünniger Pulverbandit. Der hat ja jetzt enorm viel Leben. Kommt der, Leute? Da steht noch einer. Tja, da hast du wohl etwas zu weit geworfen. Was ist das jetzt hier? Oh, wen haben wir denn da? Daniel Wyand. Mojave Express Lieferauftrag 4 von 6. Interessant. Also es gibt 6 Lieferaufträge. Schau mal in den Notizen. Ich glaube, wir sind ja auch Kurier. Einen von diesen Aufträgen hatten wir von Anfang an. Das war anscheinend unser Lieferauftrag. Wo sind die Notizen? Ich bin jetzt so blöd, die Notizen zu finden. Notizen zu aktiven Aufgaben. Ach, bei Statistiken, oder? Extras, Fertigkeiten, Special, Status? Nee. Schon bei Daten. Weltkarte. Aufgaben. Ah, sonstiges. Okay, hier ist unserer. Anweisungen. Liefern Sie das Paket über Freeside zum nördlichen Eingang des Vega Strips. Dort wird Sie ein Vertreter des Empfängers erwarten, der das Paket übernimmt und für die Lieferung bezahlt. Bringen Sie die Bezahlung zu Johnson Nash in der Zweigstelle des Mojave Express in Prim. Ah, wir sind ja hier in Prim. Bonus bei Abschluss 250 Kronkorken. Dieses Paket enthält 2 übergroße Würfel aus flexiblem Material. Vertragsstrafen. Das will ich gar nicht wissen. Okay, und was hatte der? Ja, bla bla. Dieses Paket enthält 2 übergroße Würfel aus flexiblem... So ziemlich dasselbe. Okay, aber ich dachte, wir hätten den Platin-Chip transportiert. Naja, wie auch immer. Unser Quest-File zeigt auf das Wiki Advance. Ich weiß nicht, was Sie nach Prim geführt hat, aber ich rate Ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Das ist Johnson Nash, der wollte doch... Also das stand doch gerade im Lieferauftrag, dass wir dem die Bezahlung bringen sollen. Ja, daraus wird wohl nichts. Den Auftrag haben wir nie beenden können. Aber wer sind Sie denn überhaupt? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Tja, wir sind ein Kurier dieses Mojave Express. Tja, ich habe im Moment keine Arbeit für Sie. Tut mir leid. Wir haben das Paket verloren, beziehungsweise es wurde uns abgenommen. Ich werde Ihnen sagen, was ich kann. Haben Sie vielleicht einen Lieferauftrag? Hier. Oh, Sie reden also von einem dieser Pakete.
Der Job war von Anfang an irgendwie seltsam, aber wir sind auf die Kronkorken angewiesen. Erzählen Sie mir von dem Auftrag. Dieser Cowboy-Roboter wollte 6 Kuriere anheuern. Jeder sollte etwas anderes transportieren. 2 Würfel, eine Schachfigur, sowas in der... Jetzt auf den Text schauen. ...sollte beim Expressbüro im Hub 7 Kuriere anfordern. Und zwar offenbar nur, um Nippes zu transportieren. Spielkarten, Würfel, Schachfiguren, so Kleinkram. Und dann dreht er sich plötzlich um und sagt, dass er 6 Kuriere will, nicht 7. Ja, da immer wieder Text und Audiospur passen überhaupt nicht zusammen. Auf jeden Fall, er hat 6 Kuriere, also 6 Kuriere wurden angeheuert, wir waren einer davon. Und noch einer, der transportieren soll, hat unseren Namen gesehen und dann sofort gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Wieso ist er denn zurückgezogen, dieser andere? Ja, hat ganz komisch geguckt, als er ihren Namen auf der Liste gesehen hat. Hat mich entgeistert angeschaut und gefragt, ob der Name wirklich stimmt. Ich habe ihm gesagt, dass sie todsicher noch leben. Da hat er den Job einfach abgelehnt. Hab ihn gefragt, ob er sich da ganz sicher ist. Nein, Kurier 6 soll das Paket abliefern, hat er gesagt. So, als würde sich die Mojave um sie kümmern. Und dann ist er einfach verschwunden. So einer. Wer war es denn und wo ist er hin? Keine Ahnung. Aber er muss sie wohl gekannt haben, so wie er sich verhalten hat. Er hat sich sogar gutes Geld durch die Lappen gehen lassen. Hoffe mal, er hat keine Probleme mit ihrem Paket befürchtet. Vielleicht dachte er auch nur, dass ihr Name Unglück bringt. Er weiß. Wir werden es demnächst irgendwann mal wissen, weil um diesen Kurier geht es in einen der DLCs, die wir nach der Hauptstory auch spielen werden. Man hat mir den Chip geklaut, ein Mann im karierten Anzug und seine Schläger kamen sich hier vorbei. Man hat mir den Chip geklaut, es ist eine nette Umschreibung dafür, dass wir eine Kugel in den Kopf bekommen haben. Jetzt, wo Sie es erwähnen, jemand aus der Stadt war vor ein paar Nächten draußen auf der Suche nach Brauchbarem. Er meinte, er hätte einen Typen mit einem schicken Anzug und ein paar dieser Großkernschläger gesehen, die über einen Chip redeten. Einer dieser Männer hat mich angeschossen. Ich muss wissen, wie ich sie am besten einhole. Da sollten Sie sich am besten an Deputy Beagle halten. Der hat Sie beobachtet, seit Sie aufgetaucht sind. Und er war beim Bison's Tief, als Ihr hübscher Freund hier vorbeigekommen ist. Vielleicht hat er auch mitbekommen, wohin Sie wollten. Okay, sonst noch was? Ich hab sonst nichts weiter vor. Fragen wir ein andermal. Ja, auf Wiedersehen. So, dann haben wir eine neue Quest. Aufgaben. Ich will den Sheriff als Mann. Der Deputy von Prim wird von Pulverbanditen im Bison Steve gefangen gehalten und muss gerettet werden. Okay. Ah, Howdy, das scheint seine Frau zu sein. Schauen wir uns die sonst noch ein wenig um. Prim Slim. Hallo. Howdy, Partner. Willkommen im Casino-Museum Vicky and Vance. Wer sind Sie? Prim Slim und jederzeit zu Diensten. Authentischer Viehtreiber und offizieller Sprechbot des Vicky and Vance Casino-Museums. Yeehaw! Ach, du bist der Museumsführer sozusagen. Gute Reise, Partner. Hier haben wir noch ein paar Bewohner. Johnson und noch einen Bewohner. Hey! Ich will Roulette spielen. Wieso kann man hier nicht spielen? Das ist asozial. Oh, Mensch. Das ist eine Bar. Natürlich alles gestohlen. Ist es eigentlich das Radio? Habe ich das Radio angeschaltet? Nee. Musik kommt irgendwo anders her. Noch ein Bewohner. Wir wollen ja hier alles durchschauen. Oh, ein Safe mit allem Möglichen drin, aber wir wollen ja nicht stehlen. So, und wieso rennen hier alle mit gezogener Waffe durch die Gegend? Das macht mich leicht nervös. Howdy. Naja gut, dann suchen wir mal Deputy Beagle, würde ich sagen. Ein Bison und Steve Hotel. So, mal sehen, wie weit wir mit Schleichen kommen.